Liebe Geschwister, Assalamu alaikum. Heute lassen wir die erste Hälfte des Monats Ramadan hinter uns und mit dem heutigen Juz 15, aus dem wir einige Botschaften herausgreifen werden, werden wir die erste Hälfte des Koran beendet haben. Dieses Juz beginnt mit der Sure Isra, die Nachtreise, was der Nachtreise des Propheten von Mekka nach Jerusalem entspricht. In dieser Sure finden wir 20 wichtige Gebote, die fast alle Lebensbereiche abdecken und sich mit Angelegenheiten aller Art befassen. Familie, Finanzen, Moral, Ethik und so weiter. Und die ersten beiden Befehle von 20, von denen wir nur einige erwähnen werden, sind in Vers 23 zu finden, in dem Allah sagt: Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, pfui, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Wie wichtig die Würdigung der Eltern ist, zeigt auch die Tatsache, dass Allah unmittelbar nach dem Gebot seiner Anbetung das Gebot der Güte den Eltern gegenüber ausspricht. Was uns sagt, dass jemand, der behauptet, ein Gläubiger zu sein, gleichzeitig kein schlechtes Verhalten den Eltern gegenüber zeigen kann. Dann stellt Gott die nächste Forderung auf: Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag: Mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Der koranische Ausdruck وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ bedeutet wörtlich: Senke den Flügel deiner Demut vor ihnen. Es kann aber auch übersetzt werden als: Sei fürsorglich und demütig ihnen gegenüber. Dieser Vers sagt uns: Nachdem wir verbale Zueinigung und Respekt gezeigt haben, müssen wir ihn jetzt in der Tat bestätigen. Denn das ist ein höheres Maß an Gnade, das unsere wahre Aufmerksamkeit für die Eltern bestätigt. Denn was nützt es, schöne Worte zu verwenden, wenn die Eltern sich selbst und außerhalb der Reichweite unserer Fürsorge und Hilfe überlassen bleiben? Danach lesen wir in dieser Sure Verse, die uns eine Information vermitteln, wie am Tag des Gerichts Rechenschaft abgelegt wird. Gott sagt: Jedem Menschen haben wir sein Vorzeichen an seinem Hals befestigt. Und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch, du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Jeder von uns ist ein Schriftsteller. Jeder von uns schreibt ein Buch, welches er am Tag des Gerichts selbst lesen wird. Also jeder von uns wird sich selbst als Abrechner genügend sein. Dies ist also eine Art Warnung, darüber nachzudenken, welche Art von Inhalten wir in dieses Buch aufnehmen. Sich die Frage zu stellen, wenn wir gebeten würden, jetzt ein Buch unserer Werke zu veröffentlichen, wären wir dafür bereit? In den kommenden Versen werden uns die anderen Gebote dargestellt, wie: Und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein, strecke sie aber auch nicht vollständig aus. Und tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Verarmung. Und nähert euch nicht der Unzucht. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat, zu töten. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes. Und gebt volles Maß, wenn ihr messt. Und wägt mit der richtigen Waage. Ein wichtiges Gebot zu erwähnen sei auch: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Im Zeitalter der sozialen Medien und der Möglichkeit, Informationen zu verbreiten, ist diese Warnung sehr aktuell. Denn sehr oft erlauben wir uns, Themen zu diskutieren, zu denen wir manchmal keine Grundkenntnisse haben.
Und Gott ermahnt uns weiterhin: Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Die Augen werden gefragt, was sie geschaut haben, die Ohren für das, was sie zugehört haben, und sogar das Herz, welche Gefühle anderen Menschen gegenüber sich dort verbargen. Im letzten Teil des Dus lesen wir Sura Kehf. In dieser Sura lesen wir vier Geschichten über vier Arten von Prüfungen, mit denen ein Mensch versucht sein könnte. Gleichzeitig wird uns vermittelt, wie wir mit diesen Prüfungen umgehen sollten. Wir werden kurz zwei Geschichten erwähnen, die zwei Arten von Prüfungen ansprechen, die in diesem Juz erzählt werden. Die erste Geschichte handelt von den Bewohnern der Höhle, jungen Männern, die wegen der Ausübung ihrer Religion verfolgt wurden und deswegen beschlossen, die Auswanderung zu unternehmen. Allah brachte sie durch seine Barmherzigkeit in eine Höhle, in der sie einschliefen und wo sie über 300 Jahre verblieben. In dieser Geschichte wird die Prüfung im Glauben thematisiert, beziehungsweise der Mensch, der im Glauben geprüft wird, sei es, weil er daran gehindert wird, seinen Glauben auszuüben, oder weil er vielleicht selbst zweifelt. In dieser Geschichte wird uns davon berichtet, dass diese Jugendlichen in ihrer Religion geprüft worden sind und deswegen sich in einer schwierigen Lage befanden. Und was wird als eine Antwort zu dieser Art der Prüfung angedeutet? Wie haben sie sich dagegen gewehrt? Wie haben sie ihre Werte behalten, indem sie sich gegenseitig unterstützt haben? Sie suchten eine Gesellschaft miteinander als eine gegenseitige Unterstützung. Und damit wird uns gesagt, dass es enorm wichtig ist, mit wem wir unsere Zeit verbringen, wem wir zu unserem nächsten Freunden zählen. Es ist kein Zufall, dass Allah ausgerechnet in dieser Sure dem Propheten befiehlt: Halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. Eine andere wichtige Dimension der Geschichte ist nämlich: Allah hätte auch die Menschen, die älter, reifer sind, als ein Beispiel auswählen können. Aber sie, die Jugendlichen, wurden explizit ausgewählt, um uns zu vermitteln, dass dieses Alter die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen sein sollte. Es ist dann, wenn unsere Weltanschauung geformt wird. Und der Prophet, Friede und Segen sei mit ihm, scheute sich nicht davor, der Jugend die wichtigsten Aufgaben anzuvertrauen. Er sagte sogar: Ich wurde von der Jugend unterstützt. Und deshalb scheuen wir uns nicht, unseren Kindern in dieser Zeit wichtige Aufgaben zu übertragen, um ihnen Verantwortungsbewusstsein zu lehren, welche sie in den folgenden Lebensabschnitten begleiten wird. Die zweite Geschichte ist die Geschichte eines Mannes, dem Allah zwei Gärten schenkte, die viele Früchte trugen, und der all dies seinen Fähigkeiten zuschrieb, mit der Zuversicht, dass sein Eigentum nie zugrunde gehen würde. Aufgrund seines Wohlstandes ginge er so weit zu behaupten, dass der jüngste Tag nie stattfinden wird, und falls so, er solle einen ähnlichen oder besseren Platz im Jenseits finden. Hier wird die Prüfung des Wohlstandes angesprochen, beziehungsweise wie der Mensch in dieser Lage oft von Hochmut geprägt wird. Dieser reiche Mann ermutigt mit seinem Reichtum, führt ein Gespräch mit seinem Freund und sagt: Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Ich bin reicher als du und ich bin stärker. Interessanterweise wird der Verlauf des Gesprächs übersprungen, wegen dem Satz: Ich bin reicher als du und ich bin stärker. Angesichts des Gewichts dieser Worte
ist alles andere völlig zweitrangig und unbedeutend. Also Allah erzählt uns diese Geschichte unter dem anderen wegen dieses Satzes. Ana aktharu min kamalin wa a'azzu nafara. Ich bin reicher als du und ich bin stärker. Aufgrund der Tatsache, dass das Wohlbefinden, in dem er sich befindet, ihn so stark beeinflusst, dass er sich als größer und besser als andere Menschen angesehen betrachtet. Sein Freund kommt mit Worten auf ihn zu: Warum hast du nicht damals, als du deinen Garten betratest, gesagt, wie Allah will, es gibt keine Macht, außer bei Allah? Hier, auch in der zweiten Geschichte, wird uns die Wichtigkeit einer guten Gesellschaft, eines aufrichtigen Freundes, der uns auf mögliche Fehler hinweist, betont. Schließlich, wenn sein Eigentum zerstört wird, spricht er: Hätte ich doch meinem Herrn niemanden zur Seite gestellt. Die Antwort auf diese Art der Prüfung ist Bescheidenheit und das Bewusstsein, dass das, was wir besitzen, das Ergebnis der Gnade Gottes uns gegenüber ist. Denn in dieser Sure lesen wir: Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen gleich euch. Mir wird angegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Diese Sure, Sure Kehf, bevor sie uns über diese Prüfungen informiert, beginnt mit den Worten: Alhamdulillah, alles Lob gehört Allah. Damit wird uns gleich am Anfang vermittelt, dass Dankbarkeit für Gaben, mit denen wir beschenkt werden, die Antwort auf jede Versuchung ist, die uns widerfährt. Der Prophet lehrt uns: Die Sache des Gläubigen ist wunderbar. Alle seine Angelegenheiten sind gut für ihn. Und dies ist bei niemandem so, außer dem Gläubigen. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, ist er geduldig. Und dadurch wird es gut für ihn. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er dankbar. Und dadurch wird es gut für ihn. Wir beenden mit dem Bittgebet der Bewohner der Höhle: Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Unser Herr, gib uns Barmherzigkeit von dir aus und bereite uns in unserer Angelegenheit einen rechten Ausweg. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.